Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal von gut und günstig eine Herbstzauber-Steinofen-Pizza probieren. Extra knusprig. Das ist eine Limited Edition, nur für kurze Zeit. Ja, die ganze habe ich hier im Herkulesmarkt entdeckt, wo ich mir den Ofen geholt habe. Ja, und ich dachte mir, Limited Edition, nur für kurze Zeit, Pilze magst du auch, also nimmst du das Ding mal mit. Gleich mal Futter für den Ofen. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir einmal die Zutatenliste. Und dann haben wir hier drunter gleich die Nährwerttabelle. So, könnt ihr euch ja das Video zu anhalten. Das Ganze wird gemacht 200 Grad im normalen Backofen und 180 Grad im Umluftofen. Also werde ich, ja, ich werde bei meinem kleinen Ofen 230 lassen. Und das Ganze ist dann für 9 bis 13 Minuten. Gut. Machen wir das Ganze mal auf. Aha, lecker, so sieht's aus. Auch hier, diese scheint wieder leicht vorgebacken zu sein. Das sieht man hier an den braunen Rändern des Teiges. So. Ich nehme die jetzt und tue die in den kleinen Backofen und wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich. So. So sieht die Pizza jetzt aus. Ich weiß nicht, nee, ein Ding runter. So, packen wir jetzt hier in den Ofen, stellen das Ganze auf 12 Minuten. Ja, warten die Zeit ab und wie gesagt, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Pizza gar ist und dann werden wir sie dann testen. Also bis gleich. So, nun schauen wir uns mal die Pizza an. Tja. Schwer zu sagen. Sie tropft und tropft. Ich werde sie noch eine Minute drin lassen. Also wir sehen uns gleich am Tisch dann wieder. Bis gleich. So sieht die Pizza nun aus, nachdem sie aus dem Ofen gekommen ist. Ja, und jetzt werden wir sie mal verköstigen. Auch hier der Boden ziemlich stabil. So sieht das gute Stück aus. Sehr lecker, es riecht schon gut nach Pilzen. Zwiebeln riecht man auch sehr extrem drauf. Und jetzt werden wir das Ganze mal probieren.
Ja, also der Boden auf jeden Fall knusprig. Wunderbar. Die Pilze, sie könnten vom Geschmack her einen Tucken mehr sein. Der Lauch und die Zwiebeln ist geschmacklich auch nicht, ich sage mal, dominant. Man schmeckt es. Eine ausgewogene Zwiebelnote ist drin. Das Creme Fraiche oder ja, wie heißt es jetzt? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Sauerschmand. Der ist, ja, der hat eine nicht leichte, sondern der hat schon eine mittlere Säure. Also von leichter Säure kann man da nichts mehr reden. Das ist schon eine mittlere Säure. Ist wahrscheinlich für den einen oder anderen nicht so die Geschmacksrichtung. Also es ist nicht wie ein Flammkuchen. Darf man sich auf jeden Fall nicht so vorstellen. Es ist eine säuerliche Pizza, die ja geschmacklich doch ein bisschen hätte besser sein können, intensiver. Es ist halt, ja, ich sage mal, von den 5 Sternen sind es leider nur 4 geworden. Warum? Ja, die ist mir ein Tucken zu säuerlich, die ganze Pizza. Und Zwiebeln, Lauch hält sich in Grenzen. Die Pilze, die drauf sind, das sind ja geschmacklich gut. Man darf sie nicht mit frischen vergleichen, das ist mir schon klar, aber trotzdem sind sie ziemlich lasch, verdammt lasch. Deswegen auch nur die 4 Punkte. Also ich habe mir ein bisschen mehr von der Pizza erhofft. Gut, es kann nicht immer prima schmecken, das ist klar. Aber hier sind meine Erwartungen ja untergraben worden, sage ich mal so. Danke, das war es jetzt mit diesem Video. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Für ein Abo wäre ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich sage, ja, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.